Hallo und seid recht herzlich willkommen, liebe Pyros. Heute habe ich für euch mal ein richtiges Lecker-Schmecker-Schmankerl. Und zwar ist das hier die Leuchtbox Nummer 1 von Nico. Das ist ein riesengroßes Leuchtsortiment. Guckt mal meine Hand dazu. Das ist ein richtig fettes Paket, habe ich vorher noch nie gesehen. Also nirgendwo in einem Online-Shop. Ich habe auch mal gegoogelt, man findet da eigentlich fast gar nichts drüber im Internet. Es war ein Fund vom letzten Jahr Silvester. Durch Zufall hatte der Megafeuerwerk verkauft das. Und ja, das Ding ist randvoll mit älteren Nico-Artikeln. Also zum Beispiel Kometen, Hagrids, Bändischen Eidhörn vielleicht einige kennen, Saturnkreisel, 1000 Silbertaler, alles noch mit dem älteren Nico-Logo. Und das finde ich natürlich sehr, sehr geil. Und das werde ich für euch verzünden. Oh, schaut mal an. Hier steht hinten nochmal, für alle, die es interessiert. Nochmal ein paar Daten drauf, Leuchtsortiment, Leuchtbox Nummer 1, BAM-Nummer und so weiter. Gewicht ca. 2 Kilo, ja. Ja, und dann öffne ich das Ding mal schnell und dann bin ich wieder da. So, und dann sind wir nach einem kurzen Cut auch wieder da. Beginnen wir gleich mal das Paket auszupacken. Geöffnet habe ich soweit, nehmen wir mal die Hülle hier ab. Und als erstes haben wir hier drin zweimal den Eruptionvulkan. Ja, mein Licht ist auf automatisch weniger gut. Ja, Klasse 2 Feuerwerk Yuengling Hong ist hier Hersteller. Die haben auch noch ganz gute Böller für Nico gemacht. Also der Vulkan hier ist zweimal vertreten im Sortiment. Ja, das nächste ist eigentlich auch ein Klassiker und zwar eine 4-Elemente-Fontäne. Ich denke mal, die kennt auch jeder. So, warum auch immer das Licht auf automatisch war, muss ich nicht verstehen. Ja, also 4-Elemente-Fontäne hier auch natürlich mit BAM P2-Nummer, mit älterer Zulassung. Das Ding sieht auch noch wirklich schön aus, ist gut erhalten, gefällt mir. Ja, hier oben so Pappe draufgeklebt, cooles Ding. Ja, wer kennt sie nicht? 1000 Silbertaler, die waren gefühlt in jedem Familiensortiment drin. Gibt es ja jetzt auch noch natürlich in neuer Form. Aber hier ein sehr schönes Päckchen und das ist halt alles mit dem schönen alten Nico 3 Sterne Logo. Hier ist auch YLH Hersteller. Ja, als nächster. Was ist das hier? Schmetterlingsfontäne. Ah, das kann man gerade nicht so gut lesen, würde ich euch gerne zeigen. Da blendet die Kamera zu sehr. So. So, die Schmetterlingsfontäne. Kenne ich so gar nicht, also nicht in dieser Verpackung hier. Hier öffnen. Das werde ich gleich mal tun. Ich schneide es aber auf einen Moment. So, und hier bin ich jetzt mit einer geöffneten Schmetterlingsfontäne wieder da. Das Ding macht ein bisschen Dreck, aber das ist nicht so wild. Ah, diesen Karton festgeklebt, okay. Also so sieht das Teil aus. Echt winzig. Löst sich das Papier, ja. So sieht sie aus. Dafür ist es gerade wieder zu dunkel. Im Karton angeklebt, Schmetterlingsfontäne, das Papier drüber. Ja, bin ich gespannt. Habe ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ist auch zweimal hier drin. Dann die geliebten Saturnkreisel. Das sind aufsteigende Bodenwirbel, ja, mit bunten Schweif. Die sind wenigstens auch noch immer so schön richtig hochgestiegen. Also davon habe ich auch noch so ein paar Schachteln. Ein großer Wirbel ist das. Die gefallen mir gut. Freut mich, dass die auch da drin sind in so einem Leuchtsortiment. Das passt. Und was auch noch sehr cool ist, und zwar die Turbo-Wirbel von Nico. Na, so sehen sie aus. Auch beim P2 natürlich. YL. Machen wir auch mal die auf. So. Turbo-Wirbel. Oh, die sehen geil aus. Also ich wette, die fliegen auch richtig gut. Erinnert mich ein bisschen an diese großen Feistelbomber, die auch immer so mega geil geflogen sind. Ja, cool. Das wird sicher richtig Laune machen, das zu zünden. Ja, was haben wir noch? Wir haben angesprochene Kometenhagel, 7 Schussbombette. Hier steht es nochmal. Silberne aufsteigende Barbetten mit roten Sternen. Ja, Kometenhagel, das ist eine schöne kleine Leuchtbatterie. Die fetzt auch, denke ich mal. Wird auch fast jeder kennen. Lasse ich jetzt auch zu.
nächstes haben wir hier noch die Spanish Eyes. Ich glaube, vorhin habe ich Spanish Night gesagt. Ja, okay, das ist eine 5er Fontänenbatterie halt. Ja, steht auch nochmal hier drauf. 5er Fontänenverbund mit Mix aus roten, blauen, grünen und silbernen Knattersternen. Auch ein süßes Ding. Ja, das nächste Cybershot, also 100er Röli. Ja, unten ist der passende Standfuß dazu. Schlägt man dann die Pappe durch. So ein Papier. Joa. Und zu guter Letzt noch die Feuertrommel. Die muss ich sogar nicht mal aufschneiden. Die ist so offen, dass ich euch die zeigen kann. Das sind zwei Stück. 49 Schuss Leuchteffekte, also auch ja, Leuchtkugeln, die da rauskommen und zweimal drin ist. Also muss ich sagen, alles in allem ein echt cooles Sortiment. Ne? Ich stelle es hier gerne nochmal alles so ein bisschen auf. In dem Karton. Vor dem Karton. Ach, ihr wisst schon. So, haben wir alles dazu. Das ist quasi das ganze Sortiment. Das ganze Leuchtfeuerwerk in dieser Box. Ich habe dafür 20 Euro bezahlt, also auch nicht ganz billig. Aber so schöne alte Artikel, das macht man doch ganz gern. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Zündung. So, jetzt live die Leuchtbox hier für euch. Beginnen schon mal mit dem beiden, ne? Jetzt gibt es zweimal die Feuertrommel hier. So, nun die 1000 Silbertaler. So, 4 Elemente Container. Cybershot, 100 Schuss Röli. So, Cybershot. So, jetzt fangen die Mini-Fontänen hier. Das sieht man wohl nicht, egal. Eisbatterie aus der Luft.
Saturnkreise. Nummer 2. Letzter. Coole Dinger.